Kurt Eisner. Er hat den Freistaat ausgerufen. Vor 90 Jahren wurde er hier ermordet. Der Verein Das andere Bayern und der Aktionskünstler Wolfram Kastner am Samstag in der Münchner Prannerstraße. Kastner ist bekannt für provokante, aber kluge Kunstaktionen. Am Münchner Königsplatz versenkte er den Rasen, wo die Nazis Bücher verbrannten, oder ergänzte den Gedenkstein für Widerstandskämpfer um einen fehlenden Namen. Diese Woche erinnerte er mit einigen Helfern und viel roter Farbe an die Toten der Räterevolution und brachte ein Porträt von Eisner zur Staatskanzlei, weil es dort nicht mehr hängt. Es wurde aber offenbar wieder abgenommen vom bayerischen Ministerpräsidenten, vermutlich Franz Josef Strauß, dem das also nicht gefiel und der den Freistaat Bayern für sich usurpieren wollte. Kastners Mini-Demonstration war am Samstag nicht angemeldet, weshalb plötzlich mehr Polizisten als Demonstranten am Odeonsplatz waren. Personalien wurden aufgenommen. Doch dann konnte die Kunstaktion fortgesetzt werden Richtung Staatskanzlei. Unter Polizeibegleitung. Würde man dort das Bild überhaupt annehmen? Ministerpräsident Seehofer war nicht zu sprechen. Die Tür ging trotzdem auf. Und das Bild konnte überreicht werden, gegen Empfangsbestätigung. Seit die Staatskanzlei vor 18 Jahren ihr Domizil am Münchner Hofgarten bezogen hat, fehlt das Porträt von Kurt Eisner in der Ahnengalerie der Ministerpräsidenten. Diese beginnt erst mit Fritz Schäffer, Bayerns erstem Landeschef nach dem Krieg. Deshalb lehnte es Seehofer ab, Eisners Porträt hier aufzuhängen. Aber es müsste ja nicht in dieser Reihe sein. Für den Gründer des Freistaates Bayern sollte es eigentlich einen Ehrenplatz geben.